Ja, Leute, von Portal zu Portal zu Portal. Die drei Königreiche sind da mit einer neuen Heldin. Und zwar ist das Xiwang Mu. Klerikerklasse, Familienbonus, Reise, Familie. Helden werden stärker, wenn sie mit anderen einzigartigen Helden derselben Familie im Team sind. Bonus für 1, 2 oder 3 Helden, 50, 75 oder 100% Chance, die Dauer jedes Statuseffektes, den der Held wirkt, um 1, 2 oder 3 Runden zu verlängern. Das kann mächtig sein. Und dann gibt's noch den Moralschub. Helden dieser Familie und Helden werden im Krieg der drei Königreiche unterstützt bzw. erhalten einen Vorteil. Helden der Königreichfamilie sowie Helden, die an ihrer Seite kämpfen, erhalten die folgenden Vorteile. 10% Angriff, also plus 10% Angriff, plus 3% Verteidigung und plus 7% Leben. Die Grafik ist passend, wieder finde ich geil, finde ich echt gut. Dann hat sie noch ein Passiv, beziehungsweise 2, Lebensregeneration bei erhaltenem Bonus. Dieser Charakter hat eine Chance von 50%, 10% Leben wiederherzustellen, wenn er einen Bonus oder einen positiven Stapel erhält. Ja, also das kann natürlich 10%, ne, das kann mal schnell gut sein, auf jeden Fall. Und positive Stapel, Stapel gibt es am Maß, ne? Meiner Generationsboni und alles, was heißt am Maß, aber es gibt sie. Also es ist meiner Meinung nach, meistens wird es zu vernachlässigen sein. Am Ende des Kampfes kann es sein, es rettet sie nochmal. Wir werden gleich sehen, ob das was bringt. Dieser Charakter, zweites Passiv, Mana bei erhaltenem Bonus. Dieser Charakter hat eine Chance von 50%, 10% Mana zu erhalten, wenn er einen Bonus oder einen positiven Stapel erhält. Und das meiner Meinung nach das Mächtigere, wenn man sie im Angriff spielt, dann kann man das sehr gut zu einem Stack aufstapeln lassen. Hast du 2 von den Helden? Wir schauen mal, ob die anderen in der Familie. Nee, haben sie nicht. Sie hat gar keinen Passivwahnsinn. Er hat auch keins. Gehen wir nochmal raus, schnell muss mir das nochmal... Ah, da war man nicht, die gucken wir uns gleich an. Schauen wir mal bei den anderen. Hat Yoshan ein Passiv? Nein, hat sie nicht. Hat er eins? Er hat sie. Ist er von der gleichen Familie? Reisefamilie, ja. Und auch er hat die gleichen. Ne? Also die neueren Helden haben Passivs, die älteren nicht. Hat er lang eins, hat auch noch keins, ne? Die Bestie wiederum schon, muss ich auch noch leveln. Er wieder nicht. Also wir sehen, die neueren Helden haben dieses Passiv. Gucken wir sie uns nochmal genauer an. Da ist sie. 1277, Moment. 982 Angriff, 957 Schild und 1507 Lebenspunkte. Beefy. Und einen stabilen Angriff, mein lieber Freund. Und auch der Schildwert doppelt gebreakt natürlich bei mir. Also stellt sich nicht die Frage, muss doppelt gebreakt werden, meiner Meinung nach. Aber das sehen wir gleich am Special. Und da kommt auch schon das erste Hindernis, sie ist Mittel. Dann muss das Special schon massig gut sein, dass man sie zumindest im Angriff spielt. In der Def sieht es wieder anders aus mit diesen ganzen Mana-Beschleunigern. Also wenn man sie zum Beispiel mit Nurgib spielt, mit Ruffian und Nurgib, dann ist es wieder was anderes. Wir haben einfach sehr, sehr viele Mana-Beschleuniger, sodass Mittel nicht immer unbedingt Mittel ist. Wenn der Wirker während der nächsten, also erstmal Pfirsich der Unsterblichkeit, mein lieber Freund, wenn der Wirker während der nächsten 5 Züge stirbt, wird er zu Beginn der nächsten Runde mit 35% Leben wiederbelebt und 815 Schaden wird allen Gegnern zugefügt. Das ist massive Schaden.
Naja, wir müssen davon ausgehen, dass gleich danach noch jemand anders auslöst. 815, da hast du schon mal gut einen weg, ne? Alle Statuseffekte und Stapel werden entfernt, wenn der Wirker stirbt. Vom Gegner. Oder von den eigenen Leuten. Oder von ihm. Alle Helden erhalten plus 50% Chance auf kritische Treffer für 4 Züge. Okay, das ist zu wenig. Also, dann gibt es noch einen Stapel Max 10, also maximal auf 10 hoch. Alle Verbündeten erhalten plus 15% Angriff, wäre dann maxed out, 150% Angriff, wird ganz selten vorkommen. Wird ganz selten vorkommen, dass dieser maximale Stapel erreicht wird. Wird bei 5 oder so, wenn er sich einpendeln, wenn der Kampf lang genug dauert. Und sie ist mittel, ne? Also bis sie mal auslöst. Und dann ist eigentlich in heutiger Zeit ist einfach, man kann es nicht oft genug sagen, ist schon sehr, sehr viel passiert, bis ein mittlerer Held auslöst. Ne? Da sind schon massig Steine geflogen. Die meisten haben ihre Truppen oben. Wir spielen einfach mit kaum mehr Neuanfängern. Ja? Wir spielen mit mittleren Accounts und dann haben wir ganz, ganz viel gute Accounts, die das Spiel schon lang spielen und die Truppen oben haben. Und dann ist Mittel einfach, ja, also ich spiele auch Mittel. Ich spiele mein Hawthorne und so, die spiele ich alle. Ja? Aber wir sehen auch immer wieder, dass es schwer ist für mich. Gerade in der Top 100, Top 50, es ist schwer. Wir haben den letzten Krieg verloren. Ich muss mal gucken, wo wir sind. Also eine Klatsche gekriegt, kann man schon fast sagen. Also zumindest ich habe 138 Punkte gemacht oder so. Mies, aber ich war auch zwischendrin im Krankenhaus und so. Habe ein bisschen Probleme gehabt und war leider Gottes, würde ich sagen, nur zu 80% konzentriert einfach. Aber daran liegt es nicht, es war auch ein starker Gegner. Aber darum soll es nicht gehen. Also wie schätze ich sie ein? Ja. Also sie muss auslösen und dann innerhalb von 5 Zügen sterben. Du willst praktisch, dass sie stirbt. Will man das? Will man das wirklich? Will man, dass ein Held stirbt, um Schaden zu machen? Dann sind 815 natürlich enorm, ne? Aber ist es nicht so, dass wenn sie stirbt, auch noch 2, 3 andere sterben oder zumindest 2 andere, ne? Weil man ja meistens wenigstens eine Seite wegfegt. Und ist es dann noch gut genug? Wahrscheinlich ist dann auch schon der Overheal drauf und alles. Nee, also vielleicht sehe ich es falsch, aber ich kann mich nicht damit anfreunden, glaube ich. Ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ne? Und da kommt ja auch nichts mehr. Also, es steht ja, also, es ist, wie es ist. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Erstmal muss sie während 5 Zügen sterben. Na, man könnte sie auch einfach verstecken mit Lepiota und so lange am Leben halten, bis die 5 Züge wieder rum sind, wenn sie ausgelöst hat. Ich weiß gar nicht, was dann passieren würde, wenn sie im Abgrund ist. Und die 5 Züge gecountet sind, also wenn die weg sind, ob dann noch 815 Schaden überhaupt passieren wird oder ob einfach gar nichts passiert oder keine Ahnung. Ja, also ich kann mit ihr gar nichts anfangen. So überhaupt nicht. Das ist mir in Mittel, das ist mir zu wenig. Alles wird entfernt. Ja, bis dorthin, ey, bis dorthin ist alles schon passiert. Ne? Gerade in heutiger Zeit, wo es so schnell geht. Also, wollen wir uns nicht länger aufhalten damit, kommen wir zum eigentlich interessanten Thema. Es gibt ein rotes Super-Elementar-Beschwörungsportal. Und wir fangen an mit Zarya. Zarya ist ein Zauberin. Sie gehört der Super-Elementar-Familie an. Das bedeutet, sie macht diese Kraftjuwelen und kämpfst du gegen, ich sag's immer wieder, kämpfst du gegen mehrere von diesen Helden, wird
das visuell auf dem Board sehr schwer. Man muss sich sehr konzentrieren, um da nicht einen falschen Move zu machen. Also mich, ihr kennt mich mittlerweile, ich bin Typ, ich lasse mich von sowas gern rausbringen. Ne? Für mich ist es echt schwer. Wenn da zwei oder drei drinstehen, dann hast du immer wieder überall diese komischen Scheißdinger. Und obwohl ich auf dem großen Bildschirm spiele, auf dem Tablet, ja, und trotzdem bringt mich das durcheinander. Dann hat sie hier Truppenmeisterung, passive Fähigkeiten als angreifender Charakter. Wir kennen das. Die Truppen dieses Helden verursachen zusätzlichen Elementarschäden. Schaden gegen das schwächere Element, in ihrem Fall grün. Zusätzlich Elementarschaden verursacht 100%. Also die Steine tun auch noch sau weh, wenn die reinfliegen. Passive Fähigkeit als verteidigender Charakter. Dieser Held erleidet weniger Elementarschaden durch Truppen des stärkeren Elements. Wie viel waren das? Das Kraftjuwel fügt in jeder Runde einem zufälligen Gegner 20 Schaden zu. Ja, das kann nerven, ne? Das kann echt nerven. Wenn es viele sind, drei hatte ich schon und dann, das wird echt arg, ne? Wenn du die ganze Zeit diese scheiß Piekser hast, ne? Und wenn dann der Kampf nicht gleich so läuft, wie du das willst, dann wird es einfach schwer. Schauen wir uns die Werte an. 999 Angriff, verflucht hoch. Verflucht hoch. Okay, kann man nicht vergleichen. 945 Schild und 1586 Lebenspunkte. 1297, bin ich blöd? Ja, schon. Schon höher, ne? Ja, er sowieso nicht, ja, 1158. Okay, also verflucht hoher Angriff, saugeiles Schild und Hammer Lebenspunkte. Kataklysmische Weissagung. Mana-Geschwindigkeit mittel. Und jetzt kommt's drauf an. Fügt allen Gegnern 250% Schaden zu. Wenn es mindestens 6 Feuerschilde auf dem Feld gibt, wird der Schaden auf 300% erhöht. Wenn es mindestens 12 Feuerschilde auf dem Feld gibt, wird der Schaden auf 500% erhöht. Beim Titan, beim mythischen Titan mit Blau, beim grünen mythischen Titan, ich weiß gar nicht, ob es da geht, kann man diese Kachelteile, Scrolls of Alteration Dinger verwenden. Da kommt es vielleicht zustande. Ansonsten in einem normalen Kampf wird es keine 12 Feuerschilde geben. Zumindest, ja, nee, wird es nicht geben. Wird's nicht geben, weil auch im Angriff, also wenn sie in der Def steht und du gehst als angreifender Held rein, dann willst du auf jeden Fall ein so, also ich würde zum Beispiel Hathor als Alleinstellungsmerkmal Heiler mitnehmen, vielleicht noch eine Nergib als Sniper und dann spiele ich Rot weg. Wie gesagt, wenn da mehrere von diesen Helden stehen, wird es halt schwer, ne? 300 Schaden auf alle sind schon massiv bei dem Attack-Wert. 250 reichen aber auch voll. Die macht den Schaden auf alle. Na, das, also meiner Meinung nach brauchen wir diese 6 Feuerschilde, sind geil, wenn sie da sind. Aber wenn sie nicht da sind, ist es echt nicht schlimm. Bei 250 auf alle, bei dem Attack-Wert. Es gibt natürlich härtere Hitter, aber sie ist mittel. Ne? Also Khufu und so, ne? Das ist deshalb langsam, ne? Von dem her, geil. Hätte sie gerne. Hätte sie echt gerne. Und der nächste ist Ignacio. Ein roter Heiler. Auch richtig geil. Gibt's schon eine Weile. Richtig geil. Auf jeden Fall. Hätte ich auch gerne. Ansonsten ist da noch ein 4-Sterne-Held drin. Und zwar Nova. Nova ist Druide. Super Elementarfamilie wie gehabt. 15 Schaden. Okay, der ist natürlich. Und da sind es 20 Schaden.
Und wenn sie kombiniert werden, 10, ja, okay. Aber das ist ja klar, ne? Muss ja ein Unterschied sein. Heilerin Mittel, 871 Angriff, 946 Schild und 1842 Lebenspunkte, was für ein 4-Sterne-Held schon enorm ist, ne? Ah, doppelt gebreakt, Entschuldigung. Schauen wir es uns so an. Trotzdem, richtig geil. Für ein 4-Sterne-Held hat die Hupen, mein lieber Freund. Stellt 25% Leben für alle Verbündeten wieder her. Stellt zusätzlich 2% Leben pro Feuerschild auf dem Feld wieder her. Bis zu insgesamt 45 Leben. Säubert negative Statusänderung von allen Verbündeten. Und so könnte sie im 5-Sterne-Bereich gespielt werden. Sie ist allerdings Mittel und dann ist es zu wenig. Ne? Wir haben das bei Milena, diese 25% auf schnell. Ja. Und bis 45%, ja, im 4-Sterne-Bereich. Ich glaube, im 5-Sterne-Bereich kommt sie nicht an, in Mittel. Zumindest in meiner Gegend, so wo ich mich gerade befinde, nicht. Ne? Das wird, glaube ich, eher schwierig, genau. Okay, von dem her passt. Dann haben wir noch Doxan drin, den kennen wir schon, den sehe ich nie. Den sehe ich einfach nie. Ja, das ist Sniper, ne? Und ja, im Angriff vielleicht, aber in der Def sehe ich ihn nie. Da macht er, glaube ich, zu wenig als Sniper. Dann haben wir einen ganzen Haufen Rote, die wir kennen, Zenobia und alles, was rot ist halt. Ne? Wir kennen die ganze Geschichte, da ist ein Haufen Scheiß dabei, dass da ein oder andere dabei, der ist echt gut ist. Ein Zerendite, ein Hathor kann man immer noch leveln, natürlich. Ne? Ist halt schade, da sind die Kostüme nicht dabei. Aber wollen wir beschwören? Ja, komm, wir machen ein bisschen. Also ich werde hier vielleicht noch ein Angebot kaufen. Rot könnte ich leveln, wenn was richtig Geiles kommt. Ich brauche aber nicht unbedingt Helden. Let's go. Wünsche mir Glück. Okay, da haben wir den 4-Sterne-Held. Das ist schon mal richtig geil. Einfach zum Haben, ne? Im 4-Sterne-Bereich, wie gesagt, finde ich sie gar nicht so übel. Und Naschka, jawohl, Naschka muss sein. Und ein Trainerheld, schön. Ne, gibt gerade gebreakt. Und Bauchan, okay. Ja, super. Kann man alles brauchen. Nein, bitte keine Natalia. Ja, machen wir die drei noch. Okay, den brauche ich echt nicht. Zwei noch. Komm, hau raus. Ferran, du warst mal gut, bevor sie dich kastriert haben. Eine noch. Und Dante, okay. Nichts dabei, aber sie waren umsonst. Was heißt umsonst? Ich habe den Pass gekauft. Ja, jetzt kommen alle möglichen Angebote. Pack Quest ist auch noch da. Da werden wir wieder zum Kaufen verleitet auf der Website. Okay, danke fürs Zuschauen, Leute. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es konnte einigermaßen helfen. Haut rein, bis dann. Grüße gehen raus. Euer Eskam.